Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, heute soll die Tierweihnachtsfeier angekündigt werden, die jedes Jahr ein wichtiges Ereignis für den Tierschutzverein ist. Ohne die vielen Sach-, Geld- und Futterspenden, die üblicherweise an diesem Tag übergeben werden, hätte es der Verein sehr schwer. Deshalb laden Tierheimleiterin Katrin Mattes und ihre Mitarbeiter alle Tierfreunde recht herzlich ein, sich im Tierheim umzusehen und nette Gespräche bei Kaffee und Kuchen zu führen. Die Tierweihnacht beginnt am Samstag, dem 1. Dezember um 13 Uhr. Besonders für die älteren Tiere, die wenig Chancen auf ein neues Zuhause haben, sind Geld- und Futterspenden sehr wichtig. Es ist wie bei uns Menschen auch. Je älter man wird, umso öfter steht ein Arztbesuch an. Tierarztkosten, spezielles Futter für Nierenkranke oder Diabetiker. Das alles muss der Verein aufbringen, damit die Rentner unter den vierbeinigen Bewohnern einen schmerzfreien, würdigen Lebensabend verbringen können. Zwei der Hundesenioren wollen wir heute vorstellen, um die Tragik mancher Tiere zu verdeutlichen. Der Mischlingsrüde Prinz lebt schon lange in der Arche Noah, weil sich für ihn keine Interessenten fanden. Nun soll er auch seine letzte Zeit im Tierheim bleiben, das sein Zuhause geworden ist. Die langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin Uschi Wassermann ist sein Frauchen und enge Bezugsperson geworden. Er wird umsorgt, hat ein Sommer- und Winterquartier und tägliche Gassi-Runden, die er mit seiner Uschi sehr genießt. Sie will ihn auch weiterhin begleiten. Der zweite Senior ist der schöne Labrador-Riesenschnauzer-Mischling Max. Max wurde 2005 geboren und für seine 13 Jahre ist er noch ziemlich fit. Er würde sehr gern noch in ein neues Zuhause mit netten Menschenfreunden umziehen, denn Max ist ein ganz netter, freundlicher Hund. Seine ehemaligen Besitzer haben ihn einfach in einer Wohnung zurückgelassen. Max könnte überall leben, denn er ist stubenrein. Ein einsamer Hofhund soll Max aber nicht werden. Er braucht seine Menschen, um sein Hundeleben nochmal so richtig genießen zu können. Vielleicht haben ja Senioren Lust auf einen einsamen Senioren? So ein gefundenes Glück wäre für alle eine Erfüllung. Weil Uschi Wassermann so unglaublich viel am Wohl der im Tierheim gestrandeten Tiere liegt, kommt hier noch ein ganz persönlicher Aufruf von ihr. Wie jedes Jahr findet am 1. Dezember dieses Jahres unsere traditionelle Tierheimweihnachtsfeier statt. Und wir würden uns ganz sehr freuen, wenn uns wieder viele Tierfreunde besuchen und auch mal sehen, wie unsere Tiere betreut werden, was aus ihnen geworden ist. Denn viele Tiere sind schon sehr, sehr lange da, wie zum Beispiel der Prinz und der Max. Der Prinz ist mit seinen 16 Jahren der älteste Hund, der sich hier im Tierheim befindet. Und ich muss sagen, den Verhältnissen entsprechend geht es ihm wirklich gut. Der Prinz hat im Sommer ein Sommerquartier, ein sehr großes Gelände, wo er sich bewegen kann. Wir können mit ihm im Freilauf gehen, wir gehen mit ihm Gassi. Im Herbst und im Winter hat er wieder ein anderes Zuhause mit einer wunderbaren Fußbodenheizung, mit einem schön gepolsterten Korb, wo er sich gemütlich ausstrecken kann, wo er sich's gut gehen lassen kann in seinen alten Tagen. Man weiß ja nie bei so alten Hunden, wie die Gegebenheiten sind und wie viel Zeit sie noch haben. Deshalb setze ich alles dran, meine ganze Liebe, mein ganzes Herzblut, damit es den Tieren wirklich gut geht. Auch der Max ist auch ein älterer Hund, der auch in unsere Runde gehört. Und dieser Hund wird genauso betreut wie unser Prinz. Allerdings hat der Max noch ein schönes Fellkleid und kann auch im Winter draußen bleiben. Er hat eine wunderbare Hütte mit einer schönen warmen Kuscheldecke und da fühlt er sich auch sehr wohl. Zu unserer Gassi-Runde gehören vier Hunde und wenn ich manchmal sehe, dass ein Hund ein bisschen traurig ist, dann sage ich einfach, komm her, dich nehme ich jetzt auch noch mit. Und deshalb hoffe ich und freue mich, wenn viele Tierfreunde kommen würden zur Weihnachtsfeier und auch für die alten Hunde wieder eine kleine Spende mitbringen. Ich würde mich sehr freuen und bedanke mich ganz herzlichst.